Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Pioneers of Pagonia. Ja, die letzte Folge, da war ich sowas von fokussiert. Ich ja, genauso fit gehe ich jetzt in die nächste Runde rein. Nee, das kann lustig werden. Ich hoffe. Befürchte eher nicht. So, wir werden immer noch von Dieben angegriffen. Wir werden von allen möglichen Leuten angegriffen. Wir sind die angegriffensten Leute überhaupt hier auf dieser Insel, die mir so ein bisschen Kopfschmerzen bereitet. Und ja, müssen wir schauen. In der letzten Folge habe ich wenigstens noch eine weitere Eisenhütte. Ihr wisst schon, da so ein Bergbaugebäude hinsetzen können für den Tagebau, um Eisenerz zu gewinnen. Und das habe ich noch geschafft, aber ansonsten habe ich relativ wenig in die gebacken bekommen hier von der Organisation und so weiter, ganz zu schweigen hier. Also das läuft im Augenblick so gar nicht rund. So, ich glaube mal, der Kollege hier, der möchte gerne in sich da Waldläufer oder sowas in der Richtung werden. Da hatte ich ja entsprechend Aufträge noch erteilt. Wir schauen da ganz kurz mal zu. So viel Zeit muss sein. So. So, den kann ich nicht ankriegen. Hokus Pokus, Fidibus und zack. Ah, nee. Gut, er ist Ritter oder Soldat halt. Also eigentlich sehen die aus wie Ritter. Wir haben aber immerhin schon mal 6 Eisenlanzen hier rum existieren. Kettenrüstung ist eine unterwegs. Wir haben aber Eisenschilder, Eisenschwerter, jede Menge, ein Holzspeer. Und wird da jetzt abgeliefert? Keine Ahnung. Egal. Ein paar Bronzeschwerter haben wir noch, ein paar Holzschilder haben wir noch. Da kommt etwas. Das könnte hier die Kettenrüstung sein. Genau. Die kommt jetzt an. Jetzt geht die nette Dame dahin, greift sich genau eine von diesen Lanzen und dann natürlich noch das entsprechende Oberbekleidungsteil. Geht ganz kurz in die Hocke da so ein bisschen und zack, bumm, jawohl. Lanzenträgerin, aber hallo. So, immerhin. Achso, jetzt habe ich nicht geguckt. Was bist du nochmal? Veteranwache. Ah ja, die brauchte ich ja auch. Das war ja auch ein Punkt mit. Genau. Nee, das ist richtig. Veteranwache ist genau der Stichpunkt, Stichwort, was auch immer. Die sollen wohin? Dahin. Und sind jetzt auch komplett. Das ist schön. Die haben aber noch keinen Folienpunkt. Glaube ich. Weil der klebte da ja noch rum. Kann ich. Moment. Ach hier, nee, das Ding meine ich. Nee, Patrouillenpunkt brauchen die auch gar nicht. Sondern die auf Patrouille gehen. Den Fokuspunkt, den habe ich aber gesetzt. Habe ich gerade gesehen. Cool, dann können die sozusagen schon mal ihren Job da machen. Hier fehlt mir, wenn ich das richtig sehe, ein Waldläufer. Genau. Also langsam mal wieder rein. Diebe angegriffen wird. Oha. Das ist nicht gut. Da sind böse Diebe mit dabei, die entsprechend stark sind. Ob das noch was wird? Also gerade eben. Ich habe auch jede Menge Leute verloren. Das ist 2. Okay, na gut. Jede Menge war dann doch etwas übertrieben, aber gut. Ich brauche 2 weitere Waldläufer. So, jetzt konzentriert an der Sache rangehen. Nicht so wie letztens. Das war ja ein bisschen mehr so peinlich. Ja. Das geht immerhin. Sehr gut. Immerhin. Es wird. Schleppend, aber es wird. So, wo habe ich denn nochmal die Akademie? Guck mal ganz kurz, ob sich da. Das ist unsere Insel, also ne, das, was wir an Land da sozusagen
beherrschen unsere Bevölkerung. Okay, Anzahl der Wohnplätze. Der freien Wohnplätze minus. Hm. Da könnte ich noch ein bisschen was machen, glaube ich. So, Bewohner, Bauwesen. Planierer für die Arbeit verfügbar. Sollte man vielleicht auch anzeigen lassen. Und das ist hier Zimmerer, die ebenfalls verfügbar sind. Das ist cool. So, Handwerker haben wir. Wir haben Handelnde. Militär. Okay, okay. Holz. Stein. Da fehlt aus unerfindlichen Gründen dieser. Bergbau. Okay, ist komplett seltene Ressourcen. Wertsachen. Ja, wie gesagt, also das haben wir noch gar nicht. Vielleicht war aber auch anders da dran. Weil hier werden die Seile nicht angezeigt. Leder, Flachs, Weizen und Mehl. Dann wir haben immerhin Heringe sind das. Nee, doch, ja, Forellen. Forellen sind es eigentlich, nicht Heringe. Ja, ja, gut. Ich kann es jetzt eh nicht ändern. Hier haben wir alles soweit auf. Gut, bis auf die magischen Sachen. Die kann ich aber schon mal anklicken. Vielleicht kriegen wir die ja doch mal irgendwann. So, Rüstung ist auch alles angezeigt. Was wir nicht haben, deswegen habe ich hier die ganze Tour nochmal durchgemacht. Wir haben keine Anzeige darüber, wie viele Gebäude wir haben. Falsch, haben wir doch. Und zwar hier unten beispielsweise. Ich gehe mal hier auf Holz und Stein. Hier wird angezeigt, 3 Holzfäller Hütten. Ich habe aber keine Möglichkeit, mir jetzt von da aus irgendwie den Weg zu einer von diesen Holzfäller Hütten zu machen. Deswegen bin ich ja drauf gegangen, ich kann jetzt hier nur bauen. Ich habe aber nicht irgendwie, wenn ich hier rechts... Cool, das wusste ich nicht. Das war jetzt reiner Zufall, dass ich das jetzt entdeckt habe. Die Sache mit der Tab-Taste kannte ich ja jetzt schon, aber dass man mit der rechten Maustaste die Gebäude anspringen kann, die schon existieren, das wusste ich nicht. Das ist aber super cool. Da ist das Forsthaus. Wir haben jetzt hier einen Steinbruch, noch einen Steinbruch. Also 3 Steinbrüche sollten reichen. Das kann ich überhaupt noch genügend Stein finden, überhaupt. Wir haben 2 Steinmetze. Könnte man sich überlegen, wo ich noch einen dritten mache. Eine Steinmühle existiert. Da haben wir das Baustellencamp. Okay, okay. So. Was ich gucken wollte. Wie ist von dem angegriffen? Naja, egal. Eisentagebau, genau. Da haben wir einen. Da existiert einer. Und dort sind es jetzt auch. Okay. Immerhin, immerhin, immerhin. So, Schmelzhütten habe ich 2. Die auch eifrig dabei sind. Mit ihrer Produktion. Okay, wie sieht es denn hier mit aus? Also, hier sind 15 Eisenerz plus einer ist unterwegs. Das ist das Gleiche. Das ist cool. Das ist wirklich cool. So, Waffenschmiede. Die ist fertig. Es wird. So, wir brauchen immer mal wieder hier entsprechende Kettenrüstungen. Ich mache da mal... Machen wir direkt 15. Jetzt geht's aber ab. Wieso rennen die denn da schon rum? Das ist sogar hier gar nicht unser Gebiet. Wer ist das überhaupt? Kann ich das noch irgendwie feststellen? Ach nee, das, jetzt ist es ein Träger. Vorher war es wahrscheinlich irgendwas anderes. Heißt, ich verliere aber auch dann wieder Leute in diesen Bereichen. Ne? Das werden hier die Entdecker sein. Wo haben die denn ihren Moment? Entdeckerposten? Wachturm? Nein. Hm. Wo kommen die her? Moment, wir haben doch jetzt hier Dinge. Entdeckerposten habe ich nur einen.
Oh, Moment. Das ist der. Der muss ja jetzt hier irgendwo seinen Fokuspunkt hier rum existieren haben. Da. Da habe ich gesagt, ab da alles klar. Das da ist aber auch weitestgehend unbekanntes Gebiet. Ihr guckt euch da mal so ein bisschen um. Vielleicht sind da auch Schemen, ich weiß es noch nicht, aber dann sind die da erstmal aus der Gefahrenzone fürs Erste raus. So. Gut. Produktion von Schneiderei abgeschlossen. Warte auf neue Aufträge. Glückwunsch, du hast dich mit einer Aktion angefreundet. Ja, schön. Freut mich. Wann ist das denn passiert? Okay. Das scheint aber jetzt aber so ein Zwischenstand nur zu sein. Ne? Also. Ich bin im Augenblick etwas verwirrt. Achso, ich hatte da einen Handelsauftrag, ne, irgendwie abgeschlossen gehabt. Ja, ich entsinne mich. Ruf bei Fraktionen. Okay, Siegbedingungen bei dieser Fraktion erfüllt. Ah, deswegen das Feuerwerk. Okay, 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 verstehe. Optional, erfülle weitere Aufgaben für diese Fraktion, um deinen Ruf bei ihr zu verbessern. Nächste Fraktionsruf, was du bietet an, sich mit dir zu vereinen. Stimmt, das gibt es ja auch noch. Diese, alles klar, okay, okay. Wir müssen Waren liefern. Silberdegen. Alles klar. Belohnung pro plus ein Silberdegen bis zu plus 65%. Also plus 5 da in dem Bereich und dann alles klar. Okay. Die Außenposten sind auch noch nicht versorgt. Die haben wir noch gar nicht erreicht. Wir haben aber immerhin einen Teilerfolg von den Aufgaben. Okay. Alles ein bisschen anders hier, als wir das sonst so gewohnt sind. Warte mal. So, erfülle Aufgaben dieser Fraktion, um deinen Ruf bei ihnen zu verbessern. Nächster Fraktionsruf, garantierte Handelsangebote, Chancen auf Geschenkangebote und geteilte Weltsicht. Das ist so, was wollen die denn haben? Ach, da. Ach, die wollen die 13 Silberdegen. Ist das richtig? Ja, das sind ja hier, das sind die Außenposten, das ist die Expedition. Hü-su-bu-bu. 13 Silberdegen, die brauche ich selber. Hey, ja, da uns. Da ist. Vor der Eskalstein, der hat erstmal nichts zu tun, der Gute. Ich aktiviere das mal. Weil im Augenblick brauche ich keine Bronzenschwerter. Das kann sich wieder ändern. Werkzeug ist erstmal so weit hergestellt, was ich in Auftrag gegeben hatte. Werkzeug, Werkzeug, Werkzeug da. Ich gehe mal kurz durch. Also bis auf Schaufeln und Hammer ist irgendwie alles vorhanden. Und dann mach ich da mal bitte 5 Hämmer und 5 Schaufeln. Wie sieht es hier aus? Rekrutierung läuft noch. Okay. Rüstungsschmiede ist mit den Arbeiten entsprechend beschäftigt, hat einiges jetzt aber auch an Eisen, das ist cool. Da ist irgendwie nichts, hier ist aber auch irgendwie nichts an. Ne? Wieso? Warum? Ist das schon fertig? Lanzen. Moment, Holzspeer, Fackeln. Ja, ist toll, dass man das hier nicht verschieben kann. Ja, verschiebbare Fenster, hatte ich ja schon ein paar Mal gesagt. Wäre eine geile Sache. Wird nur leider nicht gemacht. Eisenlanzen 4. Ich mach da mal nochmal 10. Und wenn du damit fertig bist, dann darfst du auch nochmal 10 Eisenschwerter machen.
Und dann ist der wieder beschäftigt. Gut. Wachturm, Taverne. Wo ist. Ah ja, genau. Das wollte ich eigentlich schauen. Wo ist eigentlich die Schneiderei zu finden? Wohnhaus, Währendmacher. Hier nicht. Bearbeitung. Schneiderei. Nein. So rum. Huch. Bäckerei? Die muss ja in der Nähe sein. Da. Schneiderei. Wir bräuchten vielleicht hier von so ein paar. Verkehrt ist das jedenfalls nicht. Da habe ich nämlich nur noch zwei, wenn ich richtig sehe. Nochmal fünf mehr. So. Aufgaben sind, glaube ich, soweit verteilt. Nein, das ist nicht schon wieder Kaffee, das ist immer noch der Kaffee von vorhin. Von der Aufnahme gestern aus eurer Sicht. So, Waffenschmiede. Achso, ja, die habe ich deaktiviert erst einmal. Mann. Ich werde schon wieder angegriffen. Oh! Ja! Hallo! Meine armen Entdecker! Meine armen Entdecker. Ja, das mit den Silberschwertern, das muss jetzt aber noch ein bisschen warten. Ich habe zwei Möglichkeiten, oder ich hätte Möglichkeiten. Wir haben ja hier Silbererz. Und ich glaube nicht eine einzigste, nicht einen einzigsten Kohlebrock. Das ist schön. Ja. Okay. Ja gut, da muss man halt die Kohle quer durch die Gegend hier schleppen. Da ist auch nur Stein. Achso, ja, das Eisenerz, das wird hier eifrig abgebaut. Mann, was ist hier los? Oh. Alle erreichbaren Territorien in Reichweite eingenommen. Okay. Seid ihr euch sicher? Da kommen schon wieder irgendwelche Diebe. Fackeln ausgerüstet, genau. Das andere war mit dem Silberdegen, das war das Problem. Jo, Moment. Waldläufer. Abenteuergilde? Ja, nicht schon wieder. Da. Abenteuergilde. Waldläufer. Okay. Fackeln müssten vorrätig sein. Wie sieht es hier mit der leichten Rüstung aus? Ja, aber die ist ja in Produktion. Das ist schon nicht verkehrt. Gut, wird ein bisschen dauern, aber ich kriege zumindest einen Teil schon mal der Leute wieder ersetzt. Da ist soweit alles noch okay. Oh, Moment mal. Was übersehen. Ein Augenblick. Wir sind nur Soldaten, sonst habe ich hier nichts.
Ist schlecht. Das ist schlecht. Da muss ich was gegen tun. Kommt hier ein weiterer Wachturm. Oh, nee. Und hier ein weiterer Wachturm hin. Ich sehe. So, da sollen untergebracht werden. Mal so. Dranwache. Ja, das mache ich so. Veteranwache. Die braucht Eisenlanzen und Kettenrüstung. Wir brauchen 10 davon. Eisenlanzen. Eisenschwert. Oh, das sieht nicht gut aus. Und Kettenrüstung wahrscheinlich noch schlechter. Nicht ablenken lassen, da kommen immer mal wieder. Es kommen hier sehr viele. Wo kommen die eigentlich? Die kommen irgendwo da hinten her. Ja. Da ist ein Diebeslager. Okay. Ja, Moment. Bergbau, Eisenschmelze. Ich hüpfe da mal eben hin. Das war nicht das, was ich gesucht habe, aber ich wusste, das wisst ihr in der Nähe, was ich suche. Die Waffenschmiede, die ist noch beschäftigt. Der Kollege ebenfalls. Nochmal 10 drauf. So. Ist halt so. Braucht genügend Reserve, das ist im Augenblick das Problem. Da habe ich 2 Waldläufer, fortschrittende Soldaten habe ich 5. Und das ist es dann aber auch schon. Okay. Da kam ich bis dort und weitersetzen kann ich nicht. Oh, das ist dann tatsächlich da Ende Gelände. Moment. Oh. Ja, da müssen wir uns drum kümmern, dass wir hier weiter vorankommen. Und vor allen Dingen hier, dass meine Leute, ja, also, ne, was Soldaten anbelangt, Waldläufer anbelangt, Wachen anbelangt, dass ich da stärker, dass ich vertreten bin, dass ich da mehr Leute habe. Aufgabe für die nächste Folge. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles Gute. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Hilft mir sehr. Danke, danke, danke für jeglichen Support. Wir sehen uns dann, wie gesagt, in der nächsten Folge wieder. Bis dahin alles Gute und genießt die Zeit.